Körperliche Fitness ist schon eine wesentliche Säule des Soldatenlebens. Da gilt eben der Leitspruch, nur in einem gesunden Körper lebt auch ein gesunderer Geist. Wenn man nämlich die körperliche Leistungsfähigkeit nicht hat oder nicht bringt, dann kann man sich nicht auf seine wesentliche Aufgabe konzentrieren. Wenn man aber auch sieht, wie hier mit dem Mountainbike ist man unterwegs und es geht ja heute zum Ziel eigentlich nach Patennen, wo dann die Treppen hinaufgelaufen werden, also individuelles Training. Ja, es gibt einen grundsätzlichen Trainingsplan, der für alle gleich ist. Und wenn natürlich einige Herren ein gewisses Leistungsziel erreicht haben, dann dient das natürlich auch der Motivation, dass man spezielle Trainingseinheiten absolviert. Na, grundsätzlich sollte man ja führen von vorne. Das heißt, dass also in der Regel der Ausbildergruppenkommandant in einer besseren körperlichen Verfassung sein sollte, wie seine Soldaten, die er über ausbildet oder führt. Ein fites Kaderpersonal und gut trainierte Rekruten. Das Motto beim Jägerbataillon 23 in Bludesch. Um diese Fitness zu erreichen, wird auch hart trainiert. Vor allem kann das Jägerbataillon die guten Kontakte der Silvretta Montafon und der Illwerke nützen, um die Ausbildung zu optimieren. Und so radelt man des Öfteren als Trainingseinheit mit dem Mountainbike vom Walgau ins hinterste Montafon nach Patennen. Gute 2 Stunden dauert das Ganze, immer wieder leicht aufwärts wohlgemerkt. Denn dort befindet sich der eigentliche Ausgangspunkt für eine abschließende Härteprüfung, die Europatreppe. Wenn man das so hernimmt, abwechslungsreich das Ganze, bei aller Härte macht das auch Spaß. Unbedingt, der Spaß ist im Vordergrund und für uns, gerade was tagtäglich mehr oder weniger in der frischen Luft auszahlt, ist sowas ganz wichtig, dass wir uns mit solchen Sachen fit haben. Die Region hilft ja auch mit, glaube ich, die Unterstützung ist ja auch da von den verschiedenen Institutionen. Ja, ganz gewaltig. Erstens einmal vom Jägerbataillon, vom Kommandanten her, dass wir das machen dürfen. Und ganz besonders die Illwerke VKW, die auch unsere Partner sind. Und die Fahrt da ist heute außerordentlich, weil die normal Revision haben. Und die machen das aber für uns, weil wir eben die Partner sind und sie uns sehr zugutekommen. 4000 Stufen, wie lange braucht man da? Ja, wenn man gut trainiert ist und nicht allzu schnell geht, zwischen einer halben Stunde und 35 Minuten. Es werden aber einige dabei sein, die knapp eine Stunde brauchen, weil das ist nicht jeder Stufensteiger oder Spitzensportler. Ja. Jetzt weiß man, dass du auf den Berg hinauf nicht so schlecht unterwegs bist. 4000 Stufen, was erwartet einen da? Ja, ich habe keine hohe Erwartungen, das ist eine neue Erfahrung für mich. Bin jetzt mal gespannt, wie das so läuft, bin ich auf dem Rad daheim. Mal schauen, ob ich mich auf der Treppe auch wohlfühle. Es ist jetzt Mai, wie ist die Lage? Lage um die 60. 60 Tage also noch. Nicht mehr aussichtslos. Aber bisher, wie ist das so im Bundesheer? Ja, ich bin froh, dass ich jetzt mittlerweile in Bludesch bin. Da kann man kommen gleich zum Sport. Im Grunde spielen wir doch eher von der zähen Sorte. Alles klar, wir wünschen viel Spaß auf der Stiege. Danke. Bitte. Stufen müssen erst genommen werden. Man sieht, sowohl Grundwehrdiener, also Rekruten, wie auch das Kaderpersonal sind bereits geübt. Stufe um Stufe wird in selben Tempo genommen. Die Europatreppe in Patennen ist ja bereits weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. Jährlich gibt es hier auch den internationalen Treppenlauf. Ost hinter dir, von Ruhm und Glanz, ist wenig übel, sag mal wer. Sie Knoten gut vor dir. Außer mir. Ich kenn die Leid, ich kenn die Rotten, die Dummheit viel. Und wir laufen zum Himmel schreien. Erstens. Ich steh zu dir bei Licht und Schatten. Jeder Zerrer,
da kann man machen, was man will. Da bin ich her, da kehr ich hin, da schmützt das Eis von meiner Seite. Wie von einem Gletscher im April, auch wenn wir's schon vergessen haben. Es dauert dann knapp 35 Minuten, bis Vizeleutnant Hans Innerhofer als gutes Beispiel mit Rekrut Bernd Sonderegger oben angekommen ist. Nicht weit dahinter folgen dann die Kollegen. Und wenn ihr wollt, sag ganz allein, I am promised. Hut ab, wer diese Leistung vollbringt. Am Ende war es ein perfekter Trainingstag. Zum Wohle der Rekruten und des Kaderpersonals. Gibt es das in Österreich nochmals so eine Trainingsmöglichkeit wie hier im Montafon? Nein, aber sie war es nicht in der ausgeprägten Länge. Klar, es gibt andere Schlossberge, wie in Graz und so, aber so in der Länge, in der Intensität, glaube ich nicht, dass es nochmal gibt in Vorarlberg oder in ganz Österreich. Und das Bundesheer nützt das wirklich allbot einmal, oder? Ja, das ist eine Möglichkeit. Im Rahmen vom Kadersport können wir das machen. Wir können so mit Grundveteranen machen. Müssen wir natürlich auch schauen, dass wir sie jetzt erst einmal langsam zubringen, dass sie die so nicht überfordert sind, offen, damit sie dann, so wie jetzt sie, eine Gaude haben, wenn sie hoch sind, dass sie sich überwunden haben. Das kann man sicherlich planen, sicherlich, keine Frage. Danke. Ja, das passt gut.